Ich glaube nicht an einen Unfall. Das war Mord. Mord an meinem Freund Donald King. Wieder Masarek? Ein atemraubender Film, voller Geheimnisse. Roma Rai, das Mädchen mit den grünen Augen. Schau, Ritter Blum aus meiner Heimat. Ich komme in einer persönlichen Angelegenheit. Ja, bitte? Ich möchte dieses Mädchen mitnehmen. Aber ich kann nicht wahrsagen und hell sehen auch nicht, wenn man es von mir verlangt. Du willst nur nicht. Ein unheimliches Ding bist du. Ich will diese Frau haben. Wie sie das machen, ist mir gleich. Millionen lasen gespannt den erfolgreichsten Roman der Bild-Zeitung. Millionen erwarten mit Spannung den Film. Roma Rai, das Mädchen mit den grünen Augen. Seine Handlung führt uns nach Nordafrika, das heute im Mittelpunkt des Weltinteresses steht. Sie erleben den schwarzen Erdteil mit all seinen Intrigen und seiner Härte. Mit seinen Schönheiten und Freuden. Sie kommt. Zauberhaft. Wie schön sie aussehen. Ich möchte alles tun, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Roma Rai, das Mädchen mit den grünen Augen. Ein farbenprächtiger Abenteurerfilm aus dem Orient, wo Märchen und Wirklichkeit noch heute das Leben bestimmen. Ich möchte nicht, dass dieses junge Mädchen durch fremde Blicke belästigt wird, wenn ich Gäste habe. Du wirst dafür sorgen, dass sie dann auf ihren Zimmern bleibt. Wir leben wie in goldene Käfige. Simalan, der große einsame Sir Boris. Was für eine himmlische Blume. Warum setzt er nicht mal sowas als Preis aus? Ich glaube noch immer, ich träume das alles. Ich werde plötzlich aufwachen und alles ist vorbei. So werden Träume Wirklichkeit. Was für eine Nachricht haben Sie für mich? Wo ist der Landsmann, von dem Sie mir geschrieben haben? Ihr Landsmann? Hier. Hilfe! Erwarten Sie von gestern für mich? Ich biete Ihnen Beteiligung. Sir Boris nutzt Sie doch nur aus. Nein. Warum nicht? Sie sind Masarev. Ich? Jeder Mensch weiß doch, dass ich Ihr Sekretär bin. Ein sensationeller Großfilm mit internationaler Besetzung. Reiter. Dazu in der Titelrolle die Neuentdeckung der Arca. Carola von Kaiser. Leonard Steckel als Sir Boris. Joachim Hansen als Lorenz Obhofen. In interessanten Rollen Kurt Meisel, Werner Peters, Peter Mosbacher. Internationale Stars geben diesem Ausstattungsfilm ein besonderes Format. Die Französin Dominique Wilms. Und ihr Landsmann Reginalda. Die exotische Tänzerin Lai Ilima. Ausmachen! Lorenz. Nehmen Sie das Foto raus. Das Foto ist rausgerissen. Du weißt, was Masarev mit Verrätern macht. Man ist nur von Agenten und Spitzeln von Verbrechern umgeben. Auch Sie sollten nicht versäumen, sich diesen neuen deutschen Großfilm der Arca anzusehen.